Freimut. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, geistigen Fähigkeiten und Gefühle. Heute geht es um Freimut. Freimut, etymologisch, stammt von frei und Mut. Mut im Altdeutschen oder vielleicht auch Mittelhochdeutschen steht für Gemüt, das, was wir heute als Psyche bezeichnen würde, was auch mal als Geist bezeichnet wurde. Jemand, der Freimut hat, ist auch ein Freigeist. Freimut ist also jemand, der ein freies Gemüt hat, wer also etwas frei denken kann und wer sich auch etwas traut, wer ein bisschen aus gesellschaftlichen Konventionen herausgeht und nicht ständig überlegt, was erwarten andere. Jemand mit Freimut und jemand, der freimütig das sagt, was er denkt, das ist jemand, der hat Mut, der steht für sich, der weiß, was er will, er weiß, worum es ihm geht und hat auch keine Angst vor Konsequenzen. Also manchmal ist Freimut gut. Freimut kann auch heißen, dass man freimütig zu seinen Fehlern steht. Viele Menschen verdecken die Fehler, viele Menschen sprechen nicht darüber, viele Menschen halten zurück. Und andere wissen, irgendwas stimmt nicht. Aber sie wissen nicht was. Aber wenn der Betreffende nicht rausrückt mit seiner Sprache, wenn er nicht genügend Freimut hat, das zu sagen, was mit ihm los ist, dann muss er sich nicht wundern, dass andere nicht das Mitgefühl mit ihm oder ihr haben, was er oder sie eigentlich braucht. Daher, Freimut ist oft wichtig. Auch manchmal hilft es, freimütig zu sagen, was man an dem anderen gut findet. Heute haben ja viele Menschen auch die Neigung, lieber nichts zu sagen. Freimut kann auch heißen, freimütig andere Menschen zu loben. Und Freimut kann aber auch heißen, zu sagen, was einem nicht so ganz passt. Also Freimut heißt auch zu sich selbst stehen. Freimut, freimütig sein, heißt auch offen, das zu sagen, was zu sagen ist. Natürlich gibt es auch Grenzen für Freimut. Jede dieser Tugenden, wenn sie übertrieben wird, wird zu einer Untugend. Freimut muss verbunden sein mit Fingerspitzengefühl, mit Feinfühligkeit, mit Sensibilität. Denn nicht jeder Mensch hält die Wahrheit aus. Manchmal kannst du ihn trotzdem damit konfrontieren. Aber es ist gut zu wissen, dass das, was du sagst und so wie du bist, auch Auswirkungen hat auf andere. Und eine gewisse Bedächtigkeit ist gut, ein gewisses Fingerspitzengefühl, eine gewisse Feinfühligkeit ist notwendig. Wenn du das alles kombinierst, dann ist oft Freimut etwas Gutes und Wichtiges. Überlege jetzt selbst, wo bist du freimütig? Wo übst du Freimut? Und da ist die Art, wie du freimütig bist, so, dass es auch mit Mitgefühl und mit Bedacht ist? Oder übertreibst du es mit dem Mitgefühl und mit dem Bedacht und mit der Bedächtigkeit, sodass du immer zurückhältst und andere gar nicht wissen, was mit dir los ist und du vielleicht sogar das Gegenteil von dem sagst, was du empfindest und spürst? Finde die richtige Mischung aus Freimut, aus Bedachtsamkeit, aus Bedächtigkeit, aus Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Ja, das war's für heute im Yoga-Vidya-Lexikon der Fähigkeiten, Tugenden und Eigenschaften, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Sprecher, Autor, Sukadev, das bin ich, Kamerafrau, Raffaela.